Hallo und willkommen zurück bei Baldur's Gate. In der letzten Folge hatten wir zahlreiche Visionen, nachdem wir die Minen von Neshkel verlassen und erfolgreich abgeschlossen haben. Wir sind zurück nach Beregost, weil wir da einen der Mittelsmänner hinter der Eisenknappheit ausfindig machen konnten, den Zauberer Tranzig. Und ein kleines Mädchen macht gerade dumme Geräusche. Ich mag das nicht. Imon, bitte geh nach Hause, nach Kerzenburg. Dankeschön. Ein kleines Mädchen sagte uns, dass eine Dame namens Offizier Wei hier im windigen Schwindel auf uns wartet. Sie wollte uns sprechen. Ich bin bereit. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Hoffentlich ist sie nachts da. Wird erledigt. Wo geht's jetzt lang? Es dürfte nie so schwer sein. Ob sie es jemals schaffen, durch die Tür zu gehen? Doch ein Running Gag hier, im wahrsten Sinne. Wird erledigt. Kann ich irgendwie behilflich sein? Hi. Ah, Nussknacker, ich dachte mir schon, dass ihr es seid. Hier im Süden spricht man praktisch von nichts anderem als euren Taten in Neshkel. Ich bin Offizier Wei von der Flammenden Faust. Und ehrlich gesagt, könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Ich scher mich einen Dreck um euren Namen und Titel Offizier Wei. Das Wort der Flammenden Faust mag in der Gegensatz sein, doch der arme Gesetz reicht nicht bis zu meiner Klinge. Ich bin geehrt, eure Aufmerksamkeit erweckt zu haben, Offizier Wei. Wie kann ich euch behilflich sein? Meine Truppe und ich sind von Baldur's Gate abgeschnitten. Wir haben schon seit fast einer Woche keinen neuen Befehl erhalten und ehrlich gesagt gefällt mir das Ganze gar nicht. Überfälle sind seit eurer Rückkehr aus Neshkel schlimmer geworden. Früher dachte ich, dass es sich dabei nur um gewöhnliche Räuber handelt, die schnell etwas Geld verdienen möchten, aber heute sehe ich es anders. Die stehen bestimmt in jemandes Auftrag. Auf jeden Fall muss ich meine Truppen nach Baldur's Tor zurückbringen, das, wie es auf Deutsch heißt. Ich werde für jeden Räuberskype, den er bringt, 50 Goldmünze bezahlen. Ich habe das Zeug für 25 verkauft. Nein. Sagt bitte auch weiter. Ich will diese ganze Gegend gesäubert haben, bevor es Winter wird. Offizier Wei gibt uns Geld. Dankeschön. Sollte Flamme raus. Piorin, hallo Piorin. So vor sich hin, Piorin, der kann doch nur... Erzähl mal, du bist... Leichtigkeit. Ja? Die haben es mir ganz schön gegeben, diese Halboger. Eine Gruppe von ihnen rottete sich in den Bergen südöstlich von hier zusammen. Wenn ihr etwas für Gerechtigkeit sorgen möget, würde das meinen Stolz gut tun. Okay, Halboger. Zieh bei. Schankwirt. Bei mir ist das Bier... Das ist die Gurke. Guck, ja, ich weiß es. Jetzt weiß es bald jeder. Alle zeigen mit dem Finger auf mich. Der alte Gurke hat sich im Mantelwald von einer Bande armseliger Kastleute den Umhang vom Leib stehlen lassen. Ja, ich kann's schon nicht mehr hören. Und wenn noch einer diesen blöden Witz darüber macht, dann serviere ich ihn eine eigene Leber zum Abendessen. Und jetzt geht weiter, mit die anderen in der Schlange auch mal lachen können. Okay. Nebenbei mal Aufträge bekommen, Mantel finden, Oger sammeln, alles Mögliche hier. Ja? Die Mauern. Die beklauen wir kurz. Das gehört zu Haus. Dankeschön. Ja, wird erledigt. Kommt, wir gehen nach oben. Wir wollen alle Quests haben. Mit Leichtigkeit. So, Leute, ich bin hier. Gebt mir bitte eure Quests. Keine Quests. Okay, danke. Nehme ich halt euer Geld. Mich kümmert's nicht, denn ich verschwinde jetzt. Geld. Oh. Na, blöd. Ich bin bereit. Mit Leichtigkeit. So. Wird erledigt. Ist das also? Ist noch ein Weg nach oben. Komm ich denn dahin? Komme ich denn dahin? Wie kommt ihr darauf? Leute! Schon besser. Du bist ja ein komischer Kauz. Denn ich verschwinde jetzt. Warte nicht. Ich hab genug davon. Hallo. Schlafende Mann, er liegt da rum. Ogi Wischam. Auch ein tolles Hotel, das offene Türen zu anderen Gästezimmern hat.
Hallo Oschi. Oggi. Jetzt soll ich dadurch gehen, ne? Habt ihr etwas gesagt? Ja. Ja. Ja, er ist immer noch da unten. Geht mal aus den Augen, Bauern. Wen meint ihr? Diesen Jorin, fühle mich, wie mich ansteht. Er ist ein Paladin, wisst ihr? Auch. Oh. Welche? Die sind nicht richtig im Kopf. Die sehen einen nur an. Man ist abgestempelt. Dazu haben die gar kein Recht. Warum? Was habt ihr getan, dass sie euch anstarren? Ich weiß, was ihr meint. Ganz schön arrogant von ihnen. Ihr verdient schon, was ihr bekommt. Geht mir aus den Augen. Hat euch irgendwie bedroht? Ja, nein. Aber man weiß, dass er nach einem sucht. Warum sollte er sonst da unten sein? Klar, er sagt zwar, dass er sich ausruht und mit Einheimischen plaudert, aber ich weiß einfach, dass er wegen mir hier ist. Also ich bleibe so lange hier, bis er weg ist. Ich könnte ihm sagen, dass er euch nicht länger belästigen soll. Warum kommt ihr da nicht... Warum kommt ihr da nicht hoch und holt euch? Also, da mitmacht, das ist so ganz leicht. Oder nein, nein, er will, dass ich hier oben sitze und mich frage, ob er wohl weiß, dass ich weiß, dass er weiß, dass ich weiß, dass er weiß, dass ich hier oben bin und weiß, dass er weiß. Ich weiß es einfach. Habt ihr jemand darüber gesprochen? Ihr seht erregt aus. Laut neuester Kenntnis ist ein Käfig voller Affen nicht nur halb so lustig, wie bisher behauptet, sondern auch einfach grässlich. Okay, wir sehen. Ich geh dann mal. Finger weg von Drogen. Wird erledigt. Moment. Ja. Gute Arbeit, die Kunde von eurem Kampf ist bis zu mir vorgedrungen. Lasst mich euch diesen Schild übergeben, in der Hoffnung, solche Taten der Gerechtigkeit zu ermutigen. Die Schwertküste bräuchte mehr Helden wie euch, besonders in diesen finsteren Zeiten. Ah, habt ihr wohl scheinbar irgendwann umgeschoben. Schön für euch, wenn ihr schafft, uns zu retten. Ruf verbessert, Erfahrung gesammelt und wir haben einen mittleren... wäre auf eure Taten stolz. Das stimmt. Wir haben einen mittleren Schild bekommen. Identifizieren können wir. Machen wir aber nebenbei mal irgendwann. Raus. Okay, nächstes Ziel ist dann... Hier hat einfach so viel, ne? Die hohe Hecke, Larswood hier sind Bösen, die Räuber. Kümmern wir uns erstmal um die Räuber, ja? Das ist am Bedeuten, wir gehen da runter. Dann gehen wir da hoch und reisen dahin. Hey, Junge. Jase. Was ist denn du da? Wird erledigt. Willst du mit mir kämpfen? Ihr seht aber komisch aus. Ja, okay. Dann nicht. Kommt mir bloß nicht näher, sonst rufe ich Mama. Und hier passt ja eins mit dem Gürtel. Entspann dich, Kind. Tut ja nichts. Oh, verschwinde, Kind. Ich habe keine Zeit, mir dein Gejammer anzuhören. Wie du willst. Bitte keine Angst machen. Entspann dich, Kind. Natürlich haben die anderen Räuber auch gesagt. Dann haben sie gleich eine Karawane überfallen. Die gerade Stadt verließ, es war ein Haufen Lügner. Genau wie du wahrscheinlich. Hau ab! Ich hab den ganzen Kram schon angesehen. So. Überfallen wir die Überfäller. Das machen wir, indem wir hinten lang laufen. Na? Wir gehen nun da an den Kartenrand, damit wir dann die Karte wechseln können. Habt ihr fein gemacht. Speichern und rüber. Larswood, 16 Reisestunden. Auf geht's. Wir sind da. Das ist ungewöhnlich. Ah, ja. Kein Problem. Da. Banditen. Weiter, Männer! Immer feste drauf. Fress brennenden und vielleicht frostigen. Guck mal, wie sie sterben. Übliche, ne? Was ist es diesmal? Du packst ja wieder Wertgegenstände ein.
Sprüche so. In dem Fall Skalpe, Edelsteine und Gold. Ich kann noch einen Ersatzlangschwert einpacken für... Nee, Großschwert. Du hast genug Pfeile, ne? Das heißt... Ja? Ja, jetzt sammelt einfach irgendwer anders Pfeile ein. Die können wir gut verkaufen. Hier bringen wir uns, ein bisschen Geld ein. Ich bin bereit. Sammeln! Ja, ich muss erstmal die Karten rendern an, ja. Weitere Gegner. Fress brennende! Wow, Eispfeile! Vielleicht frostigen Tod! Doch, Nuskel hat Kassimu wegen der Art von Schaden. Hahaha! Und besser als ihr. Na, zurechtstutzen. Ich werde alle verprügeln. Muss drauf hauen. Ja, feist ihn. Schlag ihn. Der ist stark, ne? Ja, Elite. 240 Erfahrungspunkte. Der gibt schon ordentlich Punkte hin. Guck mal, hier bekommt man eine gute Ausrüstung hin. Ihr habt geläutet? Ja, Skalpi-Balpi. Geld. Skalp. Was wollt ihr? Du die besonderen Pfeile einsammelst. Komm ich auf die Schienenpanzer? Ich block hier halt bei Tageskurse, ne? Ja? Ja. Und pack einfach mal alles ein. Außer den Schwertern vielleicht, dann wissen wir, was es alles bringt. Packst das alles voll mit. Zeug. Hier haben wir noch ein Schwert. Brauchst du einen Knopf für Inventar sortieren oder sowas? Das wäre schon schön. Der Kompass hat Langbogen, ne? Die haben wir. Kettenpanzer. Zeug. Wie nennen wir das denn? Absorptionswuchtwaffen. Also Hämmer quasi, ne? Reißpfeile. Eins Pfeile. Tauschst du mal aus. Nimmst aber erstmal hier normal. Brief brauchen wir nicht aufheben. Behaupte ich mal. Zack, zack, zack. Tut mir leid, das Inventar sortieren gehört leider mit. Das gehört irgendwie mit dazu. Der Brief kommt auch weg. Da Wertgegenstände hier, ne? Ich bin bereit. Gut, speichern. Kein Problem. Irgendwo hier muss ihr Lager sein. Ich bin mal gespannt, ob wir das richtig... hier ist vorbei. Guck mal kurz hoch. Das will der Räuberlager zielen. Da muss ich hin. Das Räuberlager. Es geht also da lang. Kein Problem. Interessant. Okay, wir müssen trotzdem zuerst diese Karte hier aufdecken. Das ist super wichtig. Denn wir wissen nicht, was uns hier erwartet. Könnt ihr Not ab und zu mal zum Ausruhen und Verkaufen zum freudigen Abend zurückkehren? Der ist ja in der Nähe, nicht wahr, liebe Menschen? Ja, Räuber halt. Gut, bringen mich Punkte. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Zwei Hände nicht. Ja. Hast du gar nicht. Mobbit, sagt der Mann. Aha. Okay, das wurde natürlich ein bisschen... Ich würde sagen, repetitiv. Aber. Ich bin bereit. Er ist bereit. Was willst du denn machen? Ein Platz? Ja. Hm? Mit Leichtigkeit. So, scannen und säubern wir diese Gegend. Wir sind Helden. Okay, die geben nicht mehr so viel. Diese 200 und Punkte, das war wohl der Hauptmann von denen. Genau. Hier ist wieder einmal nichts. Mhm.
Gut. Stoppu! Was finden wir denn hier Schönes? Formieren. Speichern. Hier könnte das Böse lauern. Aus dem Grund wollen wir... diesen Schild identifizieren. Er bekommt dann Khalid, der hat bisher nur ein kleines Schild. Und er soll einen großen haben. Kann ich gerade. Kann einmal identifizieren. Gut. Speichern. Schlafen. Okay. Mittlerer Schild. Schuss minus 2. Gewicht 3. Kein Schutz vor Geschosswaffen. Okay. Der hat auch Schutz vor Geschosswaffen. Okay, der ist also besser. Das war der Knackpunkt daran. Okay. Ja. Kein Problem. Was ist das hier? So eine Art Stonehenge? Ihr passt in diesen Wäldern besser auf, was ihr tut. Osmadi, ihr arroganten Narren. Ihr kehrt zu dem Blutbad zurück, das ihr verantwortlich wart. Euer Blut wird dem Blut tränken, bevor ich einen von euch erlaube zu gehen. Werdet ihr den Tod meiner Brüder rechnen. Wovon redet ihr? Wir haben niemanden getötet. Ich glaube, ihr seid es wird. Vielleicht solltet ihr euch beruhigen, damit wir herausfinden können, wer tatsächlich eure Brüder getötet hat. Wir haben eure Brüder getötet. Wir geben es ohne Umschweife zu. Wir tranken ihr Blut und aßen ihre Herzen. Würde ich gerne sagen, ich sag mal das. Nun. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Ja, zaubere diesen Bären bitte. Hat nicht funktioniert. Ich bin bereit. Zuerst alle auf den Bären. Cool. Laden. Hast den Schild schon, ja? Kein Problem. Okay, dann sagen wir es mal so. Ja, wir waren es. Gucken, was dann geschieht. Hallo. Wir sind kriminell. Ja, wir haben eure Brüder getötet. Werdet für eure Brechen bezahlen müssen. Und alle sofort und ohne Umschweife auf ihn. Der hört, glaube ich, eh nicht zu. Dann machen wir das. Halt, wir benutzen. Und Stab der Monster herbeirufen. Ihr müsst für uns kämpfen. Heil dich bitte selbst. Und alle anderen. Und alle anderen bitte auf ihn. Gut, das hat funktioniert. Wir haben die Viecher da oben abgelenkt. Auf den Höhlenbären. Tahira, renn! Ich bin bereit. Mist. Das geht nicht. Neuer Versuch mit Schutzzaubern. Ihr passt in diesen Wäldern besser auf, was ihr tut. Ihr habt geläutet. Du holst gleich mal Hilfe. Wir haben nichts gemacht. Wir sind lieb. Ich bin bereit. Ja? Er ist tot. Kann ich euch helfen? Du bist ja ein komischer Kauz. Ruf, schnell. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Für die Horde, Shahira, lauf! Ja. Alle auf die Bärchens! Ich bin nicht ganz
meine Sache. Außer Jahira. Lauf! Verstricken. Bleibt, wo ihr seid. Mist. Alle irgendwie auf ihn. Und du heilst dich bitte mal. Lebenskraftentzug auf dem fast toten Bär. Fragezeichen. Kalium, genau. Ich glaube, sie wurde unterbrochen beim Kämpfen. Nussknacker, du hast super Kräfte jetzt. Heil auch sie. Verdammt. Und gleich nochmal. Wo? Kein Problem. Und Jahira hier gleich. Verstricken. Bärchen bleiben gleich, wo sie sind. Passt in diesen Wäldern besser auf, was ihr tut. Pitsche, patsche, fatze, pitze, fatze, genau. Wir haben einen unbekannten Helfer. Lebenskraftentzug auf Böserich. Er ist tot. Magisches Geschoss auf den Bären, bitte. Das war's noch nicht, ne? Jetzt rette ich die Lage. Du bist eher ein Dussel, der die Schwierigkeiten bringt. Da ist noch ein Bärchen. Wusstest du? Dieses Bärchen, komm bitte mal her. Brauchen nämlich ihn damit als Mithelfer. Und alle anderen auch. Bärchen ist böse. Bärchen macht keinen Spaß. Bärchen ist gemein und keiner mag es. Niemand mag Bärchen. Alle sind scheinbar tot. Wir nehmen ihm mal sein wichtiges Zeug. Ja? Und sobald Zauber aufgehört hat, werden wir mal mit seinem Kumpelfreund da reden. Okay, dann mal los. Ich bin bereit. Was soll das, Corson? Mit Leichtigkeit. Die Zivilisation ist fern, Stadtbewohner. Ich muss mich vor Osmadis Verhalten entschuldigen. Er hat sich nach dem, was hier vor einigen Tagen zugetragen hat, hat den Verstand verloren. Eine Gruppe von Räubern, die sich die Kalte Hand nennen, sind während unserer Arbeit an diesem Schrein in unser Lager eingedrungen. Sie haben alle getötet, die ihnen über den Weg liefen. Und unter den Opfern befand sich auch einige der engsten Freunde von Osmades. Warum habt ihr uns Osmades angreifen lassen? Es scheint, ihr kannt ihn gut. Ihr seht beide wie Druiden aus. Vielen Dank für eure wertvolle Unterstützung. Es ist schade, dass wir somit Osmades umspringen mussten. Doch wir hatten wohl keine Wahl. Vielleicht treffen wir uns mal wieder. Viel Glück auf euren Reisen. Genau. Okay, das ist geschafft, Leute. Ich speichern hier mal, ja? Okay. Unsere verdammten Freunde der Unglaublichkeit laufen mit uns mit. Ja. Ganz genau. Vielleicht war es übertrieben, denn Beschwörungsstab dafür zu benutzen. Aber naja, ist gerade gekommen halt, ne? Nein! Meine teuren und liebgewonnenen Freunde! Alle weg! Was mache ich denn jetzt, Eichhörnchen? Damn. Können wir da zur Seite weg? Ist auch noch was. Es gibt so viel zu entdecken hier. Es gibt so viel zu entdecken. Ihr könnt euch nicht verstecken. Schafzahnwald. Hier laufen Tyrannosaurier herum. Hier ist Kartenrand. Und da ist ein kleines Hühnchen. Sterb, kleines Hühnchen.
Okay. So, wir haben jetzt einen guten Schutz- und Magiezauber aufgebraucht, ne? Für den Kampf gegen den Druiden. Führer sind halt auch unglaublich mächtig. Ha? Ein Schreckenswolf, Vorsicht! Auf ihn drauf! Vernichtet jetzt sie alle! Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Du bist auch bald ziemlich tot, wenn es so weitergeht. Ah! Gut. Gut, gut. Eine ganze Menge. Hey, sind sie nicht gerade so ein Problem? Bitte einmal. Du musst hier rankommen. Nein. Wir haben niemals genug Geld. Guck mal, du hast deinen Schildzauber wieder zurück. Der Speer ist sicher super klasse, nur. Ich habe keinen Identifikationszauber mehr. Ja. So, Nussibussi, du kannst bitte mal Kali teilen. Nussibussi. Ich bin wird erledigt. Fantastisch. Ändern sich diese Vision, die man hat, eigentlich dementsprechend, wie man sich verhält? Das heißt, oh ja, du warst immer gut, hast allen Gnade walten lassen, wenn man böse spielt. Ändert sich das entsprechend? Das und Äste draufhauen. Bring mal das Dach. Ihr habt geläutet. Staubsaugerfrau, herkommen. Zack, 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 zack. Oh. Da. Aha. Alles einpacken. Pfeile. Da. Ist voll mit Pfeilen. Nein. Bleibst dabei. Warte mal kurz, wenn du. Du kannst gerade damit kämpfen, wenn du schon mal das Ding in der Hand hast. Ketten. Darunter. Zauber. Darunter. Alles wegpacken, bitte. Pfeile. Ja. Okay. Die Mauern. Da. Pfeile. Auch bald wieder Kugeln, ne? Hier habe ich noch genug Kugeln. Hier ist alles gut soweit. Hm, mit Leichtigkeit. Eine Schlossruine. Und Opfer. Bitte sterbt, meine Freunde. Bitte sterbt doch mal ganz schnell. Was ist es diesmal? Ein Oxidring. Okay. Ja, kein Problem. Die Ruine schauen wir uns natürlich auch sofort näher an. Lauft ihr lang? Okay, dann gehen wir da lang. Und speichern. Niemals das Speichern nicht vergessen. Blutspuren. Irgendwas Fieses. Ein Schreckenswolf der Fiesheit. Gut. Was der Feinde machen? Okay, wir kommen da nicht besonders dahin, ne? Ist doch da lang laufen. Ist ja doof. Halt. Nein, mache ich später. Komm da rein. Wir gehen da noch.
Jetzt gibt's gleich Menschen. Ein Wurg. Der Wurg vom Ork. Jetzt sterb schnell. Ach komm, stirb. Was haben wir nun gemacht? Das heißt, wir können noch hochgehen tun machen. Schauen, was wir dort so haben. Keine besondere Markierung, das Ding. Ich bin bereit. Du machst mal kurz bei dir selbst Hand auflegen, ne? Kannst du übrigens. Du bist doch ein Androsarkis-Mensch, ne? Nee, Paladine haben scheinbar keine Zauberbücher. Hm? Kein Problem. Mann, darüber hab ich noch nicht gesehen. Sein Problem. Tevin, Waffen fallen lassen und ich werde euch verschonen. Ich sag's euch zweimal. Wir wollen keine Schwierigkeiten. Nehmt alles, was wir haben. Wir werden nicht. Euch nicht bekämpfen. Wir möchten uns euch anschließen. Euch gehört der Arsch versohlen. Ja, wir haben jetzt schon jede Menge Esel. Wozu brauchen wir euch? Kann man überreden, dass man. Kann man echt überreden? Das ist ein blutrünstiger Auftrag, den ihr da habt. Und wir lieben das Morden. Wir machen gemeinsame Sache, um das Blut zu fließen. Aber alles andere hat doch keine Zukunft. Alle haben Angst vor euch und wir möchten euch möchten auch so respektiert werden wie ihr. Och, bitte, 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 bitte. Tatzeug kann sich kaum leisten, ein Hilfsangebot auszuschlagen. Er hat eine gewaltige Aufgabe vor sich. Ihr macht eure Aufgabe wirklich gut. Wir sehen, wie die Zeichen der Zeit stehen und was auch immer ihr unternehmt. Wir wollen dabei sein. Das ist heutzutage das Einzige, was sich noch wirklich lohnt an der Schwertküste. Ich will die bekämpfen. Ich will die mit denen reden. Bitte, 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 Schluss mit dem Gejammer. Ihr Räuberschwächle könnt mich einschüchtern, ihr werdet sterben. Hier, Tevin zuerst. La, 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 la. Sind nicht wirklich eine Bedrohung für mich, ne? Wie es aussieht. Naja. Aber es dauert halt eine Weile. Kevin, wie geht's dir so schwer verletzt? Aha. Ist gut. Ja. Aber hier so stinkende Wolke dahin. Reicht der Bereich dann? Und was jetzt? Aber selbstverständlich. Du hast gesagt, du gehst ganz an den Rand. Oh, ich habe einige Leute umgehauen. Das ist doof. Das war eine ganz dumme Idee. Naja. Ja, so gut wie erledigt. Nussknacker, sei tapfer. Lauf rein. Was ist es diesmal? Was hast du denn noch? Hier brennende Hände. Und was jetzt? Aber selbstverständlich. Ihr habt geläutet. Komm her. Ja, so gut wie erledigt. Was ist es diesmal? Da brennen Hände auf ihn. Und was jetzt? Jetzt rette ich die Lage. Du bringst doch deine eigenen Leute um. Mit meinen Einverständnis natürlich. Geht sich. Wo geht's jetzt lang? Ja, bring einfach alle um. Und du, ja. Komm doch mal raus. Aber selbstverständlich. So, ich denke, das sollte von dieser Folge ausreichen, nicht wahr? Finde ich doch auch. Genau. Denkt immer an eure Milchgetränken.
entfiel Calcium und Kalium und Quatsch. Und Vitamin E bis F. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.